Der Ton ist da, Bild ist da, hoffe ich jedenfalls. Ha. So, das sieht hier schon mal gut aus, dann schauen wir danach und dann warten wir darauf, dass so langsam die Zuschauer eintrudeln. Aktuelle Übertragung. Jawohl, Spiel ab, mein Freund. Fuchs ist auch noch nicht an, ja, okay. Einmal zu. So, und dann einmal nochmal. Ach, und da will Firefox updaten. Na toll. Oh. Erstmal Prost, heißes Getränk ist am Start. Okay, Firefox, dann mach mal. Ja, wie üblich am Wochenende, 19 Uhr, obwohl ich es ja, auf meiner Twitch-Seite Sonntag 6 Uhr PM, wann ist denn da? Grüß dich, Dragula. Hi, und Hongs, moin. Geht ja schon gut los. So, ich will nur noch mal meinen Samstag 19 Uhr, ja, okay. Das war wieder. bam, 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 bam. Mein Kalender hier wieder auf Vordermann bringen. Auf Steam, dass mich da noch keiner drauf. Nee, Donnerstag machen wir ja nicht. Aber Mittwoch machen wir. So. Zack, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nicht. Aber Montag, Dienstag, Mittwoch, 20 Uhr, Freitag, 20 Uhr, Samstag, Sonntag, 19 Uhr. Safe Setting. Okay. Zack, haben wir das. Und wie sieht's mit dem Chatrechner aus. Zack, hier gegen getreten und da gegen getreten. Und da nochmal angetippt. Und da nochmal angetippt. So. Okay. Und Chat. Ja, genau. Es ist kompliziert. Ne? Einfacher war heute dagegen, was für eine Überleitung. Die Wahl der Krawatte, dasselbe Hemd wie gestern, ihr werdet es bemerkt haben, aber eine andere Krawatte und zwar in hell und so ein bisschen blaugrau, so ein Batik-Gemauschel, so ein bisschen, ne, relativ zurückhaltend und mal ein bisschen was anderes zu einem schwarzen Hemd. Ne? Zu einem weißen Hemd hätte ich nicht den Kontrast. Graues Hemd kommt auf das Grau an, aber schwarz, ne, passt das. Guti, dann sind wir soweit. Zack, das war in den. Ins Spiel gehen können. Ich lehne mich hier schon mal zurück, räkel mich. Ihr seht, ich bin hier wieder im Tip-Top-Turm. Ne? Da brutzelt hier auch so einiges durch. Ich habe inzwischen zwei Minecart-Strecken gebaut. Nämlich, schwuppdiwupp, die hier kennen wir ja schon. Ne? Das ist die zur Casa Razza und zur Tip-Top-Mine. Ja, vielleicht doch mal so. Und dann gibt es hier zwei weitere Strecken. Eine führt zurück zum Wüstendorf. Schauen wir mal auf die
Karte, damit auch ihr da den Überblick habt. Zack. Und zack. Ja, ich habe ja hier den Tipptopp-Turm und das Wüstendorf, was wir damals auf der Tour von Kenny On aus entdeckt haben. Ja, das erste und zweite Wüstendorf hieß es damals. Mittlerweile hat eines der Wüstendorfer wenigstens einen Namen bekommen. Und ja, also von hier, vom Tipptopp-Turm zu diesem Wüstendorf gibt es eine Minecart-Strecke. Und vom Tipptopp-Turm zu dem Bergplateau, das wir gestern entdeckt haben. Ja, da gibt es also auch eine Minecart-Strecke hin. War das jetzt im Stream zu sehen, die Karte, oder war die nicht zu sehen? Die sollte zu sehen sein im Stream. Hängt der etwa... Ich weiß nicht. Wir können mal auf dem Tablet... Ah, lassen wir es einfach. War zu sehen. Jawohl, danke. Gut, Karte war sichtbar. Alles klar, wunderbar. No. Ja, dann fahren wir die Strecke doch einfach mal. No. Ah, und ich merke jetzt, warum ich keinen Sound auf den Ohren habe. Zack. No. Das da hinten ist die andere Minecart-Strecke und hier geht es erstmal so ein bisschen zwischen den Bergen durch. Ja, später wird entlang dieser Minecart-Strecke auch nochmal ein Weg gebaut, ganz klar. Ja, aber erstmal... Da hinten war die große Höhle, die wir letztes Mal auch erkundet haben. Ja, und da sehen wir schon recht voraus das Wüstendorf, was noch keinen Namen hat. Ja, da seid ihr wieder gefordert. Da erinnert ihr euch noch vielleicht dran, wie ich das hier ausgebaut habe. Obwohl ich das, glaube ich, nicht in der Bausession gezeigt habe. Ne? Aber hier geht es eben nach Kenny On und nach Portal am See, die Minecart-Strecke dann weiter, ne, zum zweiten Wüstendorf, was inzwischen einen Namen hat. Und so weiter und so fort. Machen wir uns mal zu Fuß auf den Rückweg. Denn da gibt es was Interessantes. Hallo Leute, ich muss hier rum, damit ich unten rauskomme. Ja, hier könnte man noch ein bisschen mit Sand aufschütten oder so. Ich habe Sandstein dabei, den können wir mal ein bisschen hier reindreschen. Na. Obwohl man hier natürlich auch nochmal ein Feld anlegen könnte, so direkt am Brunnen. Das wäre auch nochmal eine Sache. Aber okay. Ich bin noch im Hasenfußmodus unterwegs. Ja. Deswegen kümmert es mich erstmal nicht, dass es Nacht wird. Ja. Und als ich so das erste Mal hier zurückgelaufen bin, einmal um die Strecke zu erkunden, die Streckenführung auszumachen und... mal zu gucken, wie ich von hier aus zum Tipptopp-Turm komme, bin ich hier reingefallen. Ja. Ja. Also, das werden wir uns heute auf jeden Fall angucken. Und, nicht schon wieder. Autsch, das ist halt wehgetan. Ja. mehr als die Leitern hier angebracht habe ich mir allerdings noch nicht. Hier mal eine Fackel hingesetzt. Ja. Also, wupp, schöne Schlucht. Und möglicherweise auch noch eine Mine. Ihr kennt mich ja. Ne? Aber zack, 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 zack. Ja. Weiter geht's. Hoppala, diesmal nicht reingefallen. Na, nicht weit von hier entlang der Strecke ist noch was anderes.
Das da hinten ist einfach nur eine Höhle in der Wand, die ich wahrscheinlich schon damals erkundet habe, als wir hier das Gebiet erkundet haben. Ja. Aber genau, hier haben wir auch nochmal so einen Schacht, der nach unten geht. Na. Und schwupp, schwupp, schwupp. Ich kann jetzt hier hochhüpfen. Und wenn ich es richtig anstelle, ich sagte, wenn ich es richtig anstelle, das heißt, wenn ich es richtig anstelle, brauche ich gar nicht zu hüpfen. Wenn ich nämlich hier einen Sandstein hinsetzen und dann klappt das auch nicht. Was bin ich heute? Bewegungslegastheniker? Oder was? So, machen wir so. Oh, kann ich die beiden hier mal wegklopfen, damit alles wieder sauber ist. Und dann kann ich mir hier das Minecart hinsetzen, anschubsen und hinein. Ja. Vom Hochplateau würde ich eine weitere Minecart-Strecke zum alten Lager anbieten, um den Kreis zu schließen. Ja. Ja. Lass mal schauen, was wir da am Hochplateau bauen. Ich denke mal wieder so an was, ein bisschen was ähnliches Richtung Nivonovo, also die Berggipfel zumindest mit als Festungsmauern ausbauen und mal gucken. Ja. So, zack. Denn. Komm her, mein Gott. Ein bisschen Material habe ich mir da schon hingeschafft. Ja. Das große Gewässer und Wüste, den Übergang dann hier in die Ebene. Das passt ja alles. Also vom Hochplateau aus, klar, wenn da eine große Station, eine Burg gebaut hat, wird es von da aus mehrfach verzweigen, natürlich. Ja, davon kann man mal ausgehen. Ja. So. Ja, da sehen wir auch schon das Hochplateau und wie wir dann hier hochkommen. Nur hier nochmal im letzten Schwung die große Steigung und dann schwupp, sind wir da. Ja, hier oben auf dem Hochplateau. Das wird ein bisschen eingeebnet, ein bisschen aufgeschüttet wieder, ne? Und dann habe ich mir halt schon meine Schulkerkisten hier hingestellt und schon Steinziegel geholt. Na, und jetzt werde ich hier mal noch den Sandstein mit reinschmeißen. So, hier brutzelt er immer noch an den Ziegeln. So. Zack, zack. Holz lasse ich mir mal auch hier. Kohle lasse ich mir mal auch noch hier. Na. Und die Tonklumpen, gut, der brutzelt hier ja noch ein bisschen. Aber, zack, siehst du hier die Eichenholzzäune. So, schmeißen wir mal auch die Leitern. Ja, schmeißen wir mal auch hier rein. Na, die werden wir unter Umständen während der Bauarbeiten brauchen. Ja. Dann gucken wir mal, wie das hier wird, wie sich das hier entwickelt. Ja. Mal so ein bisschen warten, dass ich hier die Ideen formen, dass ich dann mir hier Linien ziehe und so, dass das Ganze dann eine Gestalt kriegt. Ja. Dann schauen wir mal, dass man sich da auch einen Stil überlegt, wie man das Ganze dann baut. Und erstmal kann ich hier noch mal ein paar Fackeln anbringen an die Minecart-Strecke, damit die auch soweit dann fertig wird. Zack, 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 zack. Ein paar fehlen ja da nur noch. Ja. Solange hier noch die Lehmklumpen im Ofen brutzeln,
Zack, 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 zack. Oh, kann ich mich... Wo haben wir es hier? Und dann mache ich hier immer den zweiten. No, zack, zack. Ich gucke sogar so rum, um mich hier um die Ecke zu lehnen. Das ist schon das Kennzeichen wahrer Immersion in das Spiel, ne? Wenn du hier anfängst, um die Ecke zu linsen, obwohl du auf einem Bildschirm guckst, wo du nicht um die Ecke linsen kannst. Aber Reflex einfach, ne? Immersion. Halleluja. Wer hätte das von Minecraft erwartet? Passt das so? Passt das so? Ja. Selbst wenn das nicht passt. Ding, die Ding. Da? Nee. Da. Das passt. Ja, und dann haben wir. Hoppala. Haben wir hier oben die Linie dann weiter und dann geht es wieder 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und dann sieht das hier soweit schon ganz gut aus. Ja. So. Hier auf der Innenseite können wir auch noch ein bisschen beleuchten. Da können wir aber dann. Zack, zack, zack. Ja, und da wird dann unter Umständen später auch einfach mit Erde aufgefüllt oder da kommt dann die Mauer hin oder sowas. Na, das wird dann schon passend gemacht. So, ist er hier durch? Noch nicht. Na, dann das würde ich gerne noch abwarten. Wunderbar, Sonne geht auf. Oh. Und hier oben habe ich ja ein schön großes Plateau. Da kann man hier mit Sicherheit einiges raufstellen. Oh, da muss man halt gucken, was man wie wo abgrenzt. Da hinten sieht man dann schon so im da na, den Trollzacken. Ist dann auch schön, wenn der in Sichtweite ist. Das wird aber ganz schön groß, weil wenn ich den Gipfel dann auch mit anbinde, beziehungsweise mit als Begrenzung nehme, weil das bietet sich ja an, dass die 3, 4 Gipfel hier dieses ganze Plateau ab. Das wird wieder so ein Riesending. Das wird noch größer als Niveau Novo. Ja, also, wow. schauen wir mal. Entschuldigt. Ja. So. Ach, Zuschauer mittlerweile wieder. Halleluja, grüßt euch allesamt. No. Ja, ich hatte ja beim letzten Mal ziemlich ausführlich geredet über Montana Black. Inzwischen hat auch KuchenTV ein Video dazu gemacht. Und vergaloppiert sich da auch mal an der einen oder anderen Stelle. Gerade wieder die Sache mit den großen Einsätzen. Die erhöhen nicht die Chancen, sondern du spielst einfach mehr Spiele häufig. Ne? Oder halt, klar machst du mit höheren Einsätzen, mit großen Einsätzen höhere Gewinne, aber deine Chancen ändern sich nicht dadurch. Ja, ob ich 10 Euro Einsätze und 100 Euro Gewinne oder 100 Euro Einsätze und 1000 Gewinne. Ich habe meinen Einsatz verzehnfacht. Ja. Dass das 1000 Euro geworden sind, liegt halt nur daran, dass ich 100 Euro eingesetzt habe und nicht 10 Euro. Ja. So, Ofen ist aus. Dann können wir hier doch gleich nochmal nachschmeißen. Ja. Und das hier verarbeiten. Und auch nochmal hier reinschmeißen, die Ziegel. Und dann sind wir eigentlich soweit, dass wir erstens mal, zack,
Monster einschalten. Ja. Und uns dann an die Erkundung der Höhle machen, würde ich sagen. Ja, ich hatte ja gedacht, dass die Affäre, die Casino-Affäre, größere Kreise ziehen wird. Ich meine, also nicht nur Rob Bubble hat ein Video gemacht, sondern auch Offen und Ehrlich, ein anderer Kanal, allerdings nicht so bekannt. Unge hat ein Reaktionsvideo gemacht zu dem Thema und jetzt noch von Dings Kuchen TV. Ja, kam was dazu und ich hätte mit mehr gerechnet. Ja, aber weiß nicht, vielleicht ist das auf YouTube Deutschland einfach kein Skandal. Oder so die alte deutsche Sache, über Geld redet man nicht. Ja. Ich weiß nicht. Also, ja. Ja. Ja, meine Werkzeuge sind ja doch schon so ziemlich am Ende wieder und ich habe es ja hier von hier aus erfreulicherweise nicht allzu weit nach Ravine City, ne? Dass ich da dann gegebenenfalls noch einen Abstecher hinmachen, noch weitere Steinziegel holen kann. Denn von denen werde ich sicher einiges brauchen. Ja. Und ach, ich habe natürlich kein Bett dabei. Also übernachten ist nicht. Das heißt, wir fangen einfach mal hier mit dem Schacht in der Wüste an, den zu erkunden, was sich da verbirgt. Zack, 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 zack. Ja, Kuchen TV, ich finde es auch so ein bisschen, also zum großen Teil erzählt er einfach nach, was in den Videos recherchiert wurde. Und teilweise haut er dann einfach auch nochmal so ein bisschen ungesundes Halbwissen dazu, wofür er ja eigentlich nicht bekannt ist. Ja. Kuchen TV genießt ja schon als YouTube-Kritiker einen Ruf, recht, einen relativ guten Ruf, denke ich mal, soweit man ihn halt auf dieser Plattform genießen kann. Ja, und könnte das Video nochmal einzeln auseinandernehmen und sagen, wo er sich irrt oder was er ausgelassen hat und wo er halt so ein bisschen daneben liegt und sich vielleicht nicht ganz präzise ausgedrückt hat, aber was soll's. Aha. Man handelt sich dann eh nur Kritik dafür ein, dass man sich an Kuchen TV's Fame hochziehen will. Ja. Wenn ich dann so ein Video machen würde zum Beispiel. No. Also von daher kann ich mir das auch sparen. Aha. Und ich hatte ja ein bisschen auch gesprochen, ja, über Suchtpotenzial. No, was macht eigentlich süchtig und wo ist die Gefahr mehr oder weniger groß? No, ja, das Verführerische gerade beim Glücksspiel ist halt die Möglichkeit, ne, schnell, einfach und ohne Arbeit Geld zu verdienen. Und wenn du so eine Story glaubst, egal wer sie dir erzählt, holla, da geht's ja. Hohoho, hohoho, da geht's ja noch weiter runter. Haben wir hier noch eine zweite Nebenanhöhle entdeckt. Hallo, ich bin die freundliche Höhle von nebenan. Wollte mich nur mal kurz vorstellen, ne, auf gute Nachbarschaft und so. Ja,
weiß nicht, warum ich da so anders reagiere oder vielleicht nicht so anfällig bin. Ich meine, gerade bei Glücksspiel, gut, vielleicht hilft mir da einfach, dass ich gut in Mathe bin. Aha, weil das trainiert ja doch schon die Erkennung von Mustern. Holla, die Waldfee. Aha. Und dass man so ein bisschen gleich beim ersten Gucken mit analysiert, was man da sieht. Das sieht mir doch glatt so aus, als ob hier noch eine Höhle dran hängt. Alter Schwede, es ist mal wieder typisch. Let's show play Minecraft, ne? Alles klar, Andy? Auf die Füße, auf die Füße, auf die Füße, auf die Füße. Ja, voll. So. Was sehe ich hier hinten? Okay, das ist schon von oben ausgeleuchtet. Und okay, das ist durch Lava ausgeleuchtet. Ei, alter Schwede, ey, das wird ja mal wieder. Ach. Eine Höhlentour. Ja. Ja, aber ja, im Prinzip kannst du davon ausgehen, wer dir verspricht, mit wenig Aufwand schnell viel Geld zu verdienen, na, da ist ein Haken dabei. Ja, weil so einfach ist das dann in den seltensten Fällen. Ja. Und wenn so einfach wäre, dann warum macht er das noch? Na, warum rennt er rum und sitzt nicht in der Karibik und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen? Na, mal so ganz einfach ausgedrückt. Naja. So. Klopfen wir uns mal hier lang. Zack, zack. Oh, ja. Viel Eisen in den Wänden. Und ich brauche viel Eisen, weil ich gerade jetzt durch die Minecart-Strecken wieder viel Eisen verbraucht habe. Das geht da ja weg wie warme Semmeln. Da geht's auch noch mal nach oben. Halleluja. So. So. Okay, das passt dann schon wieder. Zack, zack hier. Und guckt mal, was ich da unten sehe. Guckt mal, was ich da unten sehe. Ha? Wer sagt's denn? Ja? Ach nee. Es ist die ungeschriebene Regel des Let's Show Play Minecraft. Wenn Höhle, dann auch Schlucht, dann auch Mine. Leute, hier, da unten. Zack, da seht das. Ja? Ach, was soll auch anderes passieren? Ja? Jetzt ist die Frage, wie komme ich da heile runter? Na, dann das wäre ja schon schön, da runter zu kommen, ohne sich die Knochen zu brechen. Das heißt, ich kann mir hier den Weg hochschlagen. Bop, bop, bop. Gleich eine Fackel ran. Hier auch zum Markieren. Ja, und das sollte dann zu schaffen sein. Heieieiei. Die Lava lassen wir mal da, weil die leuchtet so schön aus und tötet so schön Monster, die aus der Richtung kommen. Na?
Haben gegessen. Zwischendurch. Eieiei, da geht's auch noch runter. Eieieiei. Ist das schön. So. Und dann hier plopp, plopp, plopp. Genau, kommen wir da durch. Da kommen wir durch. Aber hier runter ist besser. So, da komme ich nämlich runter. Ohne zu plumpsen. Halleluja. Und da sind wir. alter Schwede. Oh, wer erinnert sich noch an die alter Schwede-Höhle? Das war auch eine geile Aktion. Oh. Vor allen Dingen das Highlight-Video, was Andoré 08 war das damals, dann noch zusammengeschnitten hat. So. Na komm hier, zack, nehmen wir mal Steine, um die Gleise einzusammeln. Die brauche ich nämlich auch. Oh. Das ist hier alles schon mal weggebrannt, wahrscheinlich so ein bisschen. Was hier noch da ist. Und schöne Pilze. Ja, Knochenkalli, hier. Eggshot, haha. Oh. Na, Spinni. Zack, erledigt. Oh. So, wupp, wupp. Hier alle schön mitgenommen. Auch die Pilze. Oh. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ich bin ja hier fast wie im Schlaraffenland, alt. Ja. So, so, so. Ja. Zack, zack, zack. Zack. Na, Jungs. Okay, da hinten geht's weiter. Eieieiei. So, zack, zack, zack. Das hätten wir dann hier schon mal so weit abgeräumt. Zack, zack, zack. Können wir uns hier durch die Wand klopfen. Ja. Macht sich alles ein bisschen einfacher. So. Na. Gut, es kann natürlich sein, dass in der Casino-Affäre von Montana Black dann auch irgendwann mal staatliche Organe tätig werden. Huch, und ich bin schon voll geladen. Okay. Ja. Aber das dürfte natürlich eine Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Das ist zur Anzeige kommt und dann Verfahren und Verurteilung und so weiter. Ja. Und wahrscheinlich wird er dann immer noch rumjammern, dass er ungerecht behandelt wurde. Und so, aber... Nennt mich einen alten Misanthropen. Ich glaube nicht, dass Montana Black da irgendwie einsichtig ist oder Einsicht zeigen wird, was er da gemacht hat. Ja. Nein, wenn er sich schon hinstellt und sagt, nee, ich will kein Vorbild sein, als ob er das selber entscheiden würde. Ja. Das ist es nicht. Ja. Das kann es auch nicht sein. So, sind wir hier schon wieder voll. Rotes Fleisch, Knochen kann man mal beiseite lassen. Hier noch ein bisschen was mitnehme, bevor das hier weggebrutzelt wird. So. Zack, zack, zack. Und ja, Gleise mit der Axt abbauen.
Ich weiß, das ist nicht die beste Methode, aber ich mach's trotzdem. So. So. Zack, da geht's ja noch weiter runter. Mal sehen, aber das ist eine Sackgasse. Erfreulicherweise. Den ganzen Redstone lassen wir mal da. Da der Schwuppdiwupp. Hier aufgesammelt, da aufgesammelt. Da aufgesammelt, da aufgesammelt. Ach, da haben wir noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir doch gleich mit. Schwupp, zack, 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 zack. So weit. So gut, er hat noch mehr in seiner Welt. Müsstest dringend deine Axt reparieren, die verschwindet bald. Auch die Schaufel. Ja. Die Schaufel, die könnte ich reparieren. Ja. Aber die Axt, die ist nicht zu reparieren. Ja. Das braucht zu viel Skill und Diamanten. Da habe ich schon eine Reserve-Axt dabei. Und wie gesagt, wir sind ja nicht allzu weit von Ravine City entfernt. Ja. Wo ich sowieso hin muss, wenn ich mir noch Steinziegel holen will. Ja. Also von daher. Das haben wir jetzt auch. Und dann. Jawohl. Ach, da schwebt ein Pilz in der Luft. So, sehe ich mal zu, dass ich hier wieder. Mal gucken, ob ich den Weg wieder rausfinde. Sollte ich eigentlich. Hoffe ich jedenfalls. Ja. Obwohl das hier schon wieder meep meep so aussieht, als ob. Hier kam ich von oben, glaube ich. Jawohl, da ist Wackeln wieder auf der linken Seite. Zack, zack, zack. Dann geht es hier wieder runter. Genau, da gab es hier den schmalen Durchstieg. Den mache ich mal ein bisschen weiter auf. Ups. Ja. Kohle? Kohle kann ich nicht mehr mitnehmen. Okay, lass mal das. Zack, zack. Und hier geht es nämlich da nach oben. Das heißt, zack, zack. Und jawohl, da ist dann schon Tageslicht zu sehen. Und jetzt müsste ich mir eigentlich natürlich da wieder oben zumindest eine kleine Arbeitsstation hinbauen. No. Zack. Da geht's noch weiter. Schwupp, 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 schwupp. Na, so mit Truhe und Werkbank und so weiter. Damit ich den Krempel hier gleich verarbeiten kann. Oder. Ich habe ja hier so einen schönen Übergang. So. Ich mache das so, dass ich hier immer auf die Minecart-Strecke gehe und den Krempel zum Tip-Top-Turm bringe. So. Ja, ich frag mal gleich nach, wegen nachher. Wollen wir eine Stunde ungefähr Pirates spielen? Pirates of Plague of the Dead. Und dann nochmal eine Stunde in eine Stunde Dieseltime machen. Also mit EEP. Ein bisschen. Wie sieht's da aus bei euch? Vom Interesse? So, zack, dann kann ich hier nämlich gleich dann auch mal Eisenerz reinschmeißen. Das ganze Monsterkrempel kommt da rein. Da rein kommen die Dings. So, Füße kommen da rein. So,
jetzt Schwarzpulver hin. Der Krempel. Kohle. Okay. Zack. Oh, wieder mal hier einfach zack die Reihen voll machen. Dann brauche ich einfach nur mit Shift das Ganze hochschieben. Cobblestone werde ich auch wieder einiges brauchen für die nächsten Minecart-Strecken, natürlich. So, Ziegel gemacht. So, die kommt da oben, da unten rein. Und Schienen sammle ich auch erstmal einfach hier. Kies können wir hier mit dazu schmeißen. Andesit haben wir ja auch schon. Sandstein und Sand. Okay, Eisenerz schmeiße ich hier nochmal rein und Sand und Sandstein hatte ich doch hier. Genau, so. Weit so gut. Zack, hier Kohle nachgefüllt. Und dann Eisenbach können wir auch erstmal hier lassen. Vorher EEP, falls du wieder einpennst. Okay, können wir auch gerne machen. Ja. Gut, ich gönne mir erstmal ein kurzes Päuschen, ne? Kümmere mich um meine Nase. Kennt ihr ja schon. Wir sehen uns also gleich wieder.